Der Besuch aus dem Internet. Willkommen im Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte in Wäschenbeuren. Das gibt einen Griff für die Albatros D5. Aber den will ich euch heute gar nicht zeigen. Heute will ich euch mal unseren Dreidecker zeigen, den wir hier im Bau haben. Wird bestimmt den einen oder anderen interessieren. Kommt einfach mal mit. So, da haben wir das gute Stück. Und wie ihr sehen könnt, Museum für Flugzeugbau bedeutet Flugzeugbau. Zerlegte Flugzeuge, schmutzige Hände. Das ist unser Geschäft. Aber das Schöne daran ist, solange die Flugzeuge nicht aufgebaut, fertig montiert und bespannt sind, kann man hineinschauen. Und das werden wir jetzt tun. Hier wird alles einzeln in Handarbeit angefertigt. Auch die Luftschrauben werden hier selbst gebaut. So mancher Ehemann hat Mut in seinem eigenen Haus. Einige werden es wissen. Bevor ich damit begonnen habe, dieses Museum hier aufzubauen, habe ich mit meiner kleinen Firma in Schorndorf Flugzeuge im Auftrag gefertigt. Den Bewanderten unter euch wird schon aufgefallen sein, dass der Motor hier eigentlich gar nicht in den Dreidecker gehört. Das ist nämlich ein Oberursel U1 mit 100 PS, so wie er zum Beispiel in der Fokker E3 verbaut war. Für uns in der Ausstellung reicht momentan dieser Motor. Ein Oberursel UR2 wird in Kürze eingebaut werden. Die Flugzeuge werden hier der Museumsphilosophie entsprechend so originalgetreu wie möglich aufgebaut. Es gibt hier keine Kompromisse an moderne Fertigungsmethoden oder Materialien. Auch mit der Instrumentierung halten wir uns strikt an das, was wir von den Originalflugzeugen her kennen. Das ist auch genau das, was wir dem Besucher vermitteln wollen. Wir möchten dem Interessierten die Möglichkeit geben, zu sehen, wie diese Flugzeuge damals tatsächlich gebaut waren. Unser Museum ist klein und uns fehlt der Platz, die Flugzeuge permanent aufgebaut zu zeigen. Gelegentlich bei schönem Wetter bauen wir sie draußen auf. In der Zwischenzeit sind alle Teile schön sauber verstaut in unseren Hallen. Im Anschluss einige Fotos des aufgebauten Dreideckers. Wie man sieht, ist dieser Dreidecker so gut wie fertig. Es fehlt die Bespannung und für den Motor das ganze Leitungssystem sowie die Elektrik. Wer ihn haben möchte, kann ihn gerne im Tausch für ein Dach bekommen. Das Flugzeug war ursprünglich als Projekt beim LBA gemeldet und hat bis zum zweiten Gutachten alles problemlos durchlaufen. Fragt uns nach den Einzelheiten. Kommt doch mal vorbei und schaut euch das Flugzeug direkt an. Bei uns in Wäschenbeuren im Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte. Wir freuen uns auf euren Besuch.